Du hast im Leben was verpasst, wenn du noch nie Omas Blinchiki probiert hast. Guten Appetit. Und deshalb zeige ich euch heute, wie einfach sie zubereitet werden. Passt dabei gut auf, damit deine Oma auch sagen kann. So, toller Koch. Gell? Nein. Nur dabei. Wir nehmen 4 Eier, 1 Teelöffel Salz, 4 Teelöffel Zucker. Und dann mit einem Rührgerät verrühren, das so alt ist, dass die Werbung noch Pornomusik benutzt hat. 190 Watt stark. Jetzt 4 Tassen Milch, 4 Tassen Weizenmehl, Vanillezucker, Backpulver und 4 Esslöffel Sonnenblumenöl dazugeben. Und dann genau mit der richtigen Stimmung mixen. 190 Watt stark. Wenn der Teig so aussieht und eine Stunde stand, kann es in die Pfanne. Jetzt bitte mit perfektem Wutscheln und Wedeln den Teig auf die Pfanne bringen, denn es heißt Leviosa und nicht... Leviosa. Ich sag allem halt deine Schnauze. Jetzt einfach genug Blinchike machen, um im Winter 4 Armeen versorgen zu können. Und wichtig ist, sie mit so viel Butter einzureiben, dass sie so ölig werden, dass vielleicht sogar die USA vorbeikommen. Mir schmeckt am besten mit selbstgemachter Marmelade von Oma oder Skuschonka. Kommentiert gerne, womit ihr es am liebsten esst.